gibt's zu essen? Ein Haufen Scherben. Erst in 5 Minuten, Schatz. Und, was gibt's zu Mittagessen? Leberkäse mit Sauerkraut. Schon vergessen? Ich bin jetzt vegan. Das hast du auch immer so gerne gegessen. Was war dein Lieblingsessen als Kind? Ich bin aber kein Kind mehr. Es reicht! Du isst, was auf den Teller kommt! Ich will aber keine Leiche essen. Ich hatte sie schon gekocht. Es wegzuschmeißen wäre eine Verschwendung. Außerdem ist es doch eh nur eins von vielen. Nur? Das ist eins zu viel. Es sei nur ein Lebewesen. Reg dich ab. Es kommt halt in der Natur vor. Wir haben schon die ganze Zeit Fleisch gegessen. Aber wir entwickeln uns doch ständig weiter. Ich meine, heutzutage wissen wir zum Beispiel, wie intelligent Tiere sind. Intelligent? Sie sind lecker, gesund und haben Nährstoffe. Ja, und eine Riesendosis Antibiotika-Fleisch. Ja, deine Pflanzen haben Pestizide. Vielleicht essen wir erstmal was und beruhigen uns. Ich will aber kein Fleisch essen. Dann gibt's halt nichts für dich zum Mittagessen. Hi Maya. Hi. Ist was los? Ich hatte wieder Zoff mit meinem Vater. Ja, es tut mir leid. Ging's wieder ums selbe Thema? Na klar. Er ist aber auch so stur. Ich meine, er versucht nicht mal mir zuzuhören. Du weißt, dass ich ganz auf deiner Seite bin, aber kann es sein, dass du ein bisschen überreagiert hast? Aber er kapiert's halt nicht. Er kennt's ja auch nicht anders. Du solltest in kleineren Schritten vorgehen. Vielleicht könntest du dir was vorkochen. Warum eigentlich nicht? Ich weiß nicht, was sie hat. Es hat doch voll gut geschmeckt. Hast du überhaupt zugehört? Es geht doch gar nicht darum, ob es schmeckt oder nicht. Ja, warum denn dann? Sie macht sich ja viele Gedanken und informiert sich. Und ich finde das auch gar nicht so schlecht. Vielleicht können wir irgendwie entgegenkommen? Ich finde, sie sollte erstmal kochen lernen. Hi Leute, ich habe mich gestern mit meinem Vater über veganes Essen gestritten. Deshalb koche ich ihm heute ein veganes Chili Sin Carne. Aber ihr dürft nichts verraten, denn er weiß nicht, dass es ohne Fleisch ist. Mal schauen, wie er reagiert. Guten Appetit, Papa. Heute Abend habe ich mal gekocht. Siehste, schmeckt doch gar nicht so schlecht. Ist übrigens vegan. Hä?